Als Treiber für Innovationen und technologische Meilensteine braucht es Mut und Offenheit gegenüber neuen technischen Entwicklungen und Veränderungen. Der Weg vom familiengeführten Textilunternehmen zum erfolgreichen internationalen Sensorexperten in der Automatisierungstechnik zeigt, nur der Wandel ist beständig. Als langjähriger Geschäftsführer der Leutze Elektronik und Gesellschafter der Leutze Gruppe hat er diese Erfolgsgeschichte maßgeblich geprägt. Herzlich willkommen, Christoph Leutze. Hallo, herzlich willkommen, Christoph Leutze. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, der Name Leutze steht ja für das Unternehmen, in der Historie eigentlich für Textil, heute für die Elektronik. Und das ist doch ein ganz schöner Wandel. Heute sprechen ja die ganzen Unternehmen von Transformation und Wandel. Sie haben ihn wirklich durchlebt. Wie sehen Sie das? Der Wandel, dass heute alles oder jeder sich wandeln will oder diese Notwendigkeit, die hat aus meiner Sicht eigentlich einen tieferen Grund. Und der Grund liegt eigentlich, dass es ein Naturgesetz gibt, dass alles in Bewegung ist. Ja, Pantarei. Ne? Pantarei, das ist das richtige Stichwort. Pantarei bedeutet ja eigentlich, alles ist im Fluss, ja. Alles fließt. Heraklit, genau. Ja, Heraklit. Genau. Und das ist eigentlich der Hintergrund, weshalb sich alles wandeln muss. Mhm. Wer stehen bleibt, Stillstand ist Rückgang. Mhm. Und dieses Grundgesetz, das gilt einfach und galt auch für uns und hat bei uns auch den ganzen Prozess ausgelöst. Und was waren dann die ersten Herausforderungen dort? Dass wir hatten zwei Baumwollspinnereien und eine Baumwollweberei. Mhm. Die Baumwollspinnereien hatten ein sehr breites Anwendungsprogramm und waren auch auf einem sehr modernen Stand. Bei der Baumwollweberei, wir Jungen fanden, die Betriebseinheit, ja, ist eigentlich zu klein. Mhm. Man müsste da richtig investieren oder man müsste eigentlich aus dieser Tätigkeit aussteigen. Damals war das Ihnen schon klar? Das war klar. Schlussendlich haben wir uns dann entschieden zu investieren. Das heißt, entschieden, da musste man ja zunächst auch bauen und dann die Maschinen kaufen. Und das war eine große Investition. Ja, natürlich. Eine riesige Investition. Wahrscheinlich die größte der letzten Jahrzehnte. Ne? Wir wollten eigentlich einen Sprung nach vorne machen. Und im Endeffekt ist gründlich schiefgegangen, leider. Sodass wir uns sehr schnell entschieden haben, jetzt steigen wir aus dem Markt aus. Mhm. Und also deine Aufgabe ist es jetzt, die Weberei en bloc zu verkaufen. Toll. Auf der anderen Seite begann jetzt eben eine sehr intensive Suche nach Alternativen. Aber nicht mehr im Textilbereich? Nein, nein, nein. Gilt der Satz, Schuster bleibt bei deinen Leisten nicht? Bei Ihnen oder wie? Ja. Jetzt begann eigentlich die Gegenseite, nicht mehr beim Leisten zu bleiben, weil der Leisten war, der befand sich jetzt in Portugal. Ja, das stimmt. Alles ist geprüft worden. Ja. Es waren über 20 Projekte. Wir sind dann durch Zufall auf einen früheren Schulkamerad gestoßen. Ja. Günter Stiefelmeier hat sich umorientiert und genauso seine rechte Hand, ein sehr guter Konstrukteur, der Albert Löffel, mit denen kamen wir dann ins Gespräch. Der Start-up braucht irgendeine Geschäftsidee. Und die Geschäftsidee war, Kontakte, die in einer Maschine verwendet werden, die immer mit Berührung zu tun hatten, das zu ersetzen durch einen berührungslosen Schalter, in erster Linie mal per Licht. Licht hat den großen Vorzug, dass man unabhängig von der Distanz, man kann da über große Distanz was machen und auch im ganz Kleinen. Das waren diese Art von pragmatischen Lösungen. Ja. Und da wusste man sofort, entweder man kann da weitermachen oder nicht. Und so haben wir vier Personen aus dem Textilbereich mit übernommen von der Weberei. Ach, okay. Der technische Partner, der Kopf der Sache, der Herr Stiefelmeier, dann der Herr Löffel und dann von meiner Seite aus, also 4 und 3 gibt 7, so haben wir begonnen. Es hat sich angeboten, dass wir natürlich
irgendwelche Produkte möglichst auch für den Textilbereich entwickeln. Mhm. Und hatten eine Idee umgesetzt, die von meinem Vetter Helmut aus dem Textilbereich kam, nämlich diese Textilkonen, sagte man, oder sagt man dazu, dass man die automatisch oder halbautomatisch verpacken kann. Das war die Konopack-Idee, oder? Das ist Konopack. Ja. So nannten wir dann dieses Gerät. Und das haben wir dann gezeigt auf der Messe und mit dem haben wir auch die ersten Umsätze gemacht. Ganz gleich mit welcher Geschäftsidee man beginnt. Wichtig ist, dass man in irgendeiner Form zu irgendwelchen Kosten zumindest zum Teil mal anfangen kann zu decken. Ja. Also wenn man neu in den Markt kommen will, wenn sie dann nichts Neues bringen oder was sie unterscheidet, was besser ist, das Bessere ist des guten Feind. Und dann hat Herr Stiefelmeier eine Glühlampe entdeckt in den USA und dann hat sich ergeben, und das war, das muss ich jetzt gleich mal da suchen. Passt in jede Tasche, sage ich mal. Ja. Also das war mein Lieblingsobjekt in der Folge. Und in diesem Sinne, das war eine Glühlampe, die hat eine Standzeit gehabt von 20.000 Stunden statt 5.000. Wow, okay. Mit diesem Gerät und zusammen mit einer anderen Konstruktion auch des Verstärkers konnten wir mal Vorzüge anbieten, die der Wettbewerb in dem Sinne noch nicht hatte. Und den Reflexkopf habe ich immer in der Tasche gehabt und habe dann immer wieder gesagt, wollen Sie der kleinste Reflexkopf der Welt sein? Das ist ja super. Und dann kam in der Regel und habe ich den rausgezogen. Oh, der ist aber klein. Wir waren absolute Außenseiter. Ja, klar. Im Markt hat man gesagt, das sind ja Spinner, was zutrifft. Unser damaliger Zielkunde war die Firma MAN Roland in Offenbach. Und das haben wir dann damals auch vorgeführt. Und die waren angetan. Von der Sensorseite wie von der Verstärkerseite konnten wir Vorteile bieten. Als der Chefkonstrukteur da war, haben wir gesagt, wollen Sie mal sehen, wie stabil unser Gerät ist. Da wurde das Fenster geöffnet und dann flog der Verstärker in den Hof vom ersten Stock. Und da war klar, das funktioniert nicht mehr. Die ganzen Steckerstifte mussten gerade gebogen werden. Das kam in den Sockel rein und hat funktioniert. Und da gab es den sogenannten Auslösemoment durch einen Anruf von dem Chefkonstrukteur dort. Der sagte, morgen früh um 6 Uhr muss unsere Druckmaschine auf die Messe nach Paris. Das war 1965. Und vor allem, es war während des Maientags. So ist das. Und mit alter Tradition. Alte Tradition. Und das Büro war bei uns unbesetzt. Und zum Glück hat die Telefonistin von Textil, die wir mit nutzen konnten, sofort begriffen, wenn der anruft, das war der Herr Kaiser, und der will einen Rückruf vom Herrn Stiefelmeier. Muss man sofort handeln. Und dann hatte er gehört von dem Herrn Kaiser, wir haben Schwierigkeiten mit unserem bisherigen Lieferanten. Wenn Sie es heute Nacht schaffen, wenn Sie jetzt sofort losfahren, wollen Sie den Beweis antreten oder nicht? Morgen früh 6 Uhr muss die Maschine funktionieren auf die Messe. Der Herr Stiefelmeier, wir hatten dann einen weiteren Ingenieur. Diese beiden Herren sind losgefahren und blieben so lange dran. Und früh morgens konnte man dem Herrn Kaiser unter Beweis stellen, die Maschine läuft. So ging sie dann auf die Messe. Man muss besser sein, aber man muss auch dann die Chance bekommen, dass irgendwo vom Kunden her der Wunsch da ist, das will ich jetzt auch mal erproben. Und so konnten wir eigentlich in der grafischen Branche weiter Fuß fassen und fanden dann auch weitere Abnehmer. Genauso wie im Textilbereich konnten wir auch weiter uns ausbreiten. Und aufgrund von diesen Spezialmärkten ergab sich auch nach und nach ein kleines Lichtschrankenprogramm. Jetzt haben wir sehr viel über den Wandel gehört. Sie haben da wirklich beeindruckend erzählt, wie Sie den Wandel vollzogen haben. Was kann man denn daraus für Learnings generieren? Wandel ist für mich nicht ein Vorgang für sich, sondern das ist ein ständiger
fließender Prozess, wo sich immer die Formen verändern. Aber die Inhalte, die bleiben an sich gleich. Der Antrieb für diesen ganzen Wandel, der liegt eigentlich immer in dieser ständigen Bewegung. Mhm. Als Naturgesetz. Wer nicht geht mit der Zeit, geht mit der Zeit. Ja. Nämlich, ja. Das bedeutet, Stillstand ist Rückgang. Wenn wir nicht schneller sind als der Wettbewerb, wenn wir nicht besser sind als kleinere Einheit, dann werden wir gegenüber den Großen nie bestehen können. Für mich ist dieses Bild von einem Schnellboot gegenüber einem großen Dampfer ein ganz entscheidender Punkt. Und ein Unternehmen, das sich mit technischen Produkten beschäftigt, ist ganz klar, dass die Technik einen ganz hohen Stellenwert hat. Aber es braucht immer auch eine entsprechende Partnerschaft mit dem, wie man die Technik umsetzt in den Markt hinein. Das geht nicht von selber und deshalb braucht es eine gute Vertriebsstruktur und einen ganz aktiven, guten Vertrieb auch. Es braucht immer irgendeinen Zusammenschluss von allen mit dem gleichen Ziel.